Hello and welcome in North America. We are in Seattle. Herzlich willkommen in den HD-FSX-Videos von Dieter Heindorf. Heute fliegen wir den A400, beziehungsweise ich fliege den A400 und ich fliege ihn das erste Mal in Seattle, also im Norden der Vereinigten Staaten. Und unser Flug wird weitergehen von Seattle aus hoch, kurz bis vor Anchorage. Und wir werden uns da einen Flugplatz suchen, der etwas kniffliger ist als normal. Wie steht es am Anfang im Titel? First Flights und nicht Flights. Flights deswegen, ich habe die Maschine hier geflogen, ohne mich um Geschwindigkeiten oder irgendwelche Parameter zu kümmern. Nach dem Motto, wer eine C-17 fliegt, fliegt auch eine A-400. Im Grunde genommen richtig. Allerdings hat es dann am Ende dieses Videos auch zu Problemen geführt. Erheblichen Problemen. Manche Leute nennen das einfach Crash. Ich starte hier mit ihr auf Boeing Airfield und zwar von der L3 aus, das heißt unten am Museum. Wir nehmen die Gelegenheit wahr, den Zuschauer einiges aus dem Museum in Form einer Slideshow darzustellen. Hier neben der Concorde und der ersten 747, eine alte Number One und das Cockpit dazu. Hier die Halle mit sehr schönen Exponaten und in dieser Halle stehen auch Flugsimulatoren. Kardanisch aufgehängt, fürchterliche Marta-Instrumente, da die Fliehkraft fehlt. Und die außenstehenden Leute können sehen, was man für einen Murks baut. Ich habe sie kennengelernt unten in Sandy in San Diego. Also, starten wir. Das Add-on hier ist mit der heißen Nadel genäht und es fehlt ihm so manches. Ich fliege es hier in der Ausführung der spanischen Luftwaffe, aber es gibt eine ganze Menge Ausführungen. Von außen sehr schön, aber in vielen Details nicht durchgearbeitet. Das ist sehr farbenprächtig, ob es das jemals geben wird, bezweifle ich. Das ist auch so etwas, die Fahrwerksklappen schlagen schon bei normaler Landung auf der Runway auf. Hier bin ich mit der F-18 daneben, war eine tolle Sache und fliegen wir weiter. Fliegen wir Richtung Boeing Field, den neuen Boeing Field, über Seattle, rüber Richtung Nord. Blick auf das Boeing Field, das alte Boeing Field und im Hintergrund war Tacoma. Hier nochmal eine Google-Aufnahme vom Museum und noch ein paar Aufnahmen innen drin. Das ist natürlich der Hammer, B-47 Razorback. Eine Fokker, keine Fortwo Motor, sondern eine Fokker. Und eines der ersten Flugzeuge der Blue Angels. Das ist ein Ding, weil oben drauf die Drohne sitzt, sehr, sehr selten. Und auch die Messerschmitt Me 109i, die Emil, sowie die Rumpler-Taube, sehenswerte Ausstellungsstücke. Hier der Innenraum, okay. Er ist auch nicht viel schlechter als der C-130 von CS. Das Wetter hier ist Originalwetter übers Internet.
Unter der Maschine hier zu sehen, ist die Wiege aller 737, ihr Herstellungsort, hier oben in Washington, im Staat Washington. Und das ist die Riesenhalle, unser heutiges Ziel oder jetziges Ziel. Das ist das neue Boeing Airfield. Und die Riesenhalle dient unter anderem der Produktion der 747. Es klingelt in den Ohren. Ich bin etwas zu schnell. Ich versuche einfach unter die Wolkendecke abzutauchen, um bessere Übersicht zu haben. Hier liegen nicht nur ein Flugzeugträger. Wir sehen den Patch Sound. Und der Name Bremerton wird allen, die mal bei der Marine waren, ein Begriff sein, zumindest denjenigen Leuten, die bei der Marine mit U-Booten zu tun hatten. Ich drehe jetzt ein auf die Runway. Das Flugverhalten der Maschine oder dieses Add-ons bietet keine Überraschungen. Es ist normal und lässt für ein so schweres Flugzeug doch erhebliche Schräglagen mit geringem Höhenverlust zu. Angenehm zu fliegen. Ich habe etwas überzogen, aber die Korrekturen lassen sich ohne Nervosität ausführen. Und jetzt im normalen Gleitwinkel kommen wir rein. Der Tower meldet sich und möchte eine lange Landung. Wenn er das möchte, bekommt er sie. Irgendwas ist hinter uns, was auch rein will. Okay, machen wir es. Die Tanks sind noch voll. Und im Laderaum habe ich den Jeep stehen. Also 120 Landegeschwindigkeit. Das ist okay. Da das aber ein Kampfzonentransporter ist, müsste es auch langsamer gehen. Und somit auch kürzer der Bremsweg. Morgen in aller Frühe geht es dann weiter von hier aus Richtung Norden, Richtung Anchorage. Hier nochmal Bremerton bei Google, rechts die Subs, in der Mitte die Werften und links aufgelegte Flugzeugträger. Patrick Sound, Seattle, Washington. Der A400, mit dem ich hier fliege, stammt aus der Addon-Fliege von Wilco. Wilco hat das auf den Markt gebracht, bevor das Original in der Luft war. Es musste wohl alles sehr schnell gehen, ehe ein Konkurrent auf den Markt kam und somit das Geschäft verdorben hat. Dabei rausgekommen ist ein Flugzeug etwas mit der heißen Nadel. Im direkten Vergleich zum Beispiel zur C-130 von Captain Sim ist es natürlich zweite Wahl. Auch wenn hier bei Captain Sim auch einige Polygone fehlen. Die C-130 ist aber wesentlich besser ausgearbeitet. Spaß machen sie aber beide. Wir haben den Platz erreicht und dieser Platz liegt unten in den Bergen in einem Tal und wir müssen uns erstmal so manövrieren, dass wir einen vernünftigen Anflug hinbekommen. Funknavigation in Ehren, aber hier muss man irgendwie ein räumliches Gefühl bekommen,
ein räumliches Sehen, um zu wissen, wann man in welche Richtung fliegen muss und welche Bögen, wie groß diese Bögen sein müssen, die man fliegen muss, um irgendwann wirklich den Platz vor dem Bug zu haben. Okay, Fahrwerk und Klappen sind etwas früh raus, die Geschwindigkeit ist für die Klappenstellung auch etwas hoch und mein Flugstil ist etwas rabiat möglich, denn hier steht A400M, M für Militär und Soldaten haben sich nicht zu beschweren, aber wir haben es geschafft. Noch einmal um die Ecke und wir haben den Platz vor uns. Die Instrumentierung ist gut, die Anzeigen sind gut und ausreichend. Man kann sich dran gewöhnen. Die Geschwindigkeitsbalken erleichtern sehr die Arbeit. Man braucht da nicht in die Bücher gucken. Yeah, agree with me. It looks like a F-16 and not a carrier. But it is a great fun to fly it. Alles klar, wir haben stabilisierten Anflug mit doppelter Sinkgeschwindigkeit als normal. Es ähnelt ein wenig einem Fahrstuhl. Klingt es dumpf aus dem Hintergrund? Sinkrate, Sinkrate, Sinkrate. Scheißegal, Sinkrate. Soll sich einen anderen Namen suchen. Material schon war das nicht. Montag, Dienstag. Aber wir sind unten. Und wir kriegen ihn sogar zum Stehen. Und da das so schön war, sind wir gleich wieder raus und machen den zweiten Anflug. Diesmal komme ich flacher rein, weil ich den Platz jetzt besser kenne. Aber diese Fahrstuhlfahrerei mit rund 1400 Fuß Minute, die bleibt. Auch ist die Minimalgeschwindigkeit dabei bis auf den letzten Knotz ausgereizt. Auf den letzten Metern kommt dann die Stall Warning. Es tut mir leid, aber zurzeit fühle ich mich auf der C-130 oder der C-17 doch noch wesentlich wohler. Die ist für mich berechenbarer. Das ist keine Dancing Matilda. Ich wollte abbiegen, aber kriege vom Tower die Anordnung, den Vogel hinten auf dem Gras abzustellen. Wozu steht das M hinter den 400? Gelle? Hier als erstes erstmal Schluss. Wir stehen im Dach hier, aber heute Nacht geht es rüber in den Pazifik und in Rupert werden wir Nachtflüge machen. Hier der Urahne aller deutschen Transportmaschine, die U-52, diese hier allerdings mit französischer Kennung. Sie wurde abgelöst nach dem Kriege von der Nora, einer Gemeinschaftsentwicklung zwischen Frankreich und Deutschland. Kein schlechtes Flugzeug, natürlich mit Gewichten und Maßen, die heute nicht mehr up to date sind. Das Schlimmste an ihr war, dass im Winter immer die Heizung ausfiel. Ich kann ein Lied davon singen. Wir sind in Rupert, überm Wasser. Er fliegt in dort durch Nacht und Wind. Es ist der Dieter mit seinem Kind, A400 natürlich. Also, dicke Suppe haben wir. Und wir haben schon mehrere Anflüge hinter uns, die nicht immer ganz so gut liefen. Und hier habe ich plötzlich einen Gegenverkehr. Ein Lichtlein am Horizont in der Centerline des Platzes. Das ist
Nicht gut. Wir brechen den Anflug ab und fliegen dem Lichtpunkt entgegen und der Lichtpunkt entpuppt sich als eine zweimotorige Biene. Im letzten Augenblick, ich hätte sie fast vergessen. Die Funkmasten, die hier stehen. Verdammte Dinger. Aber es ist nochmal gut gegangen. Und hier kommen wir rein und gehen rein zur Landung. Ich glaube, die dritte ist das. Ich hau F2 rein, Retarder. Und was passiert? Die Triebwerke laufen hoch auf 100%. Ah, die Blätter drehen. Das ist schon etwas chaotisch, dieser Wilco-Bomber hier. Dann kam die große Erleuchtung der Politiker. Und der Beschaffungsleute, übrigens das war Beja und im Hintergrund stand F-104. Nachfolger der Nora wurde die Trall, ebenfalls eine Gemeinschaftsentwicklung, nicht ganz ohne Probleme, der Propeller wegen etc. etc. Eigentlich das Spiel vorgegriffen heute mit der A-400, zu überlegen wäre auch die Herkules gewesen, vielleicht billiger für den Steuerzahler. Ein neuer Tag, ein neuer Platz. Ein neues Glück, nein, eine neue Maschine auch nicht. A400M ist es geblieben, nur diesmal in der Bundeswehrausführung und wir sind zu zweit hier oben. Wir fliegen hier an der Westküste der USA und zwar oberhalb von Kanadas, das heißt, wir fliegen im Orca-Land. Ich komme hier solo rein, die zweite Maschine kommt noch. Die Engländer haben ihre alten Herkules. Maschinen haben sie modernisiert und für große Aufgaben nehmen sie C-17 von der Air Force und leasen die. Man hätte natürlich auch einen Airbus nehmen können für die normalen Aufgaben und für militärische Transporte tatsächlich vielleicht auch die C-130 leasen, welche die C-17. Die Engländer meinen, sie kommen von den Kosten her billiger, als wenn sie eine neue Maschine kaufen. Dieser Transporter hier, der soll es den Amis zeigen, er ist wohl mehr ein Prestigeobjekt, als dass er sich rechnet. Wir aber hier probieren erstmal aus, wie es ist, mit dem Apparat in der Formation zu fliegen. Formation fliegen setzt gewisse Voraussetzungen voraus, nicht vom Piloten, sondern auch von der Maschine. Arido, wir sind in der Luft. Ja, heißt Airborne heute. Wir haben Peak Time. Herrlich, diese Farben. Selbst im Simulator. Die Espen und der rote Ahorn. Es sind schon Kontraste. Weite Landschaften. 2 Einwohner pro Quadratkilometer. So glaube ich jedenfalls zu wissen. Schön. Eigentlich ist Verbandsfliegen Routinesache. Wenn man sich ans Flugzeug gewöhnt hat, ist es kein Problem. Und trotzdem passieren immer wieder Dinge, die nicht passieren sollten. So auch hier. Bisher verläuft alles normal, selbst das Ausfahren der Bremsklappen von meinem Vordermann kann mich nicht allzu sehr überraschen. Irgendwie werde ich dann doch zu schnell und gerate unter ihm. Nicht gefährlich, aber es kann zu einer Gefahr werden. Wie sagt man den Asen dazu? Schwierig. Für Zuschauer von unten sieht das immer sehr, sehr eng aus. Oben ist es auch was eng, aber so eng nun auch wieder nicht. Lied macht einen Gewaltabstieg, um auf dem unter ihm liegenden Platz ein Touch and Go zu machen. Das heißt im Ernstfall da unten ein paar Letter raus. Und ab geht die Post. Das Ganze im Steilflug, um nicht länger als nötig im Bereich von Handfeuerwaffen und Ähnlichem zu sein. Resümee für den Formationsflug mit diesem Add-on. Es geht hervorragend. Gestern noch bei herrlichstem Herbstwetter, heute Wintereinbruch. Aber wir sind noch eine Ecke weiter. Wir sind in Lillooet. Das ist CRR3 in Kanada. Und wir fliegen an wieder mit einem A400. Wind 51 degrees, 10 knots. In Gestas are 25 knots. Temperature 28 Fahrenheit.
2NH2962. Im Klartext wechselhaft und sehr böig und starke Böen bis 28 Knoten. Alles läuft im grünen Bereich, alle Geschwindigkeiten, alles ist okay. Ab und zu gibt es mal Schnee und ab und zu auch mal Regen. Und dann haben wir immer wieder Nebel, Nebel, Nebel. Sakraluja, irgendwie bin ich heute nicht konzentriert. Ich bin zu schnell, ich treffe die Landebahnschwelle nicht. Das hat keinen Zweck. Also empfehle ich mich. Go round, go round, go round. Put the hammer down. Noch steht er, der Zaun, noch. Und hinein in die Waschbühne. Es ist alles etwas strichweise. Eben im dicksten Nebel und in einer Sekunde später hast du das schönste Winterwetter. Etwas unangenehm, weil nicht direkt berechenbar. Rechnen muss man halt Kurs, Kurven etc. Dann kann man das damit ausgleichen. Okay, wir haben den Fluss unter uns, noch einmal ums Eck und wir haben dann hoffentlich Lilliuet wieder vor uns, also den Platz auf der Nase. Na, wer sag's denn? Da ist er doch. Da ist er. Und dann ist er wieder weg. Und da Wolken. Und Schnee haben wir. Und Regen haben wir auch noch. Na toll. Sicht vom Tower. Nothing. Immer noch Bunny schnell. Mit dem Aufsetzen kriege ich eine Böe von links, volle Kanne, sodass es mir die Fläche anhebt. Die Fahrbahn aber ist total vereist. Und die Folge davon ist, dass wir quer kommen mit dem Apparat. So langsam, um durchzustarten. Das geht in die Hose, meine Herren. Festhalten, bitte. Diesmal packen wir ihn. Den Zaun, meine ich. Jetzt hilft nur noch beten. Danke, mein Herr. Und ihm sein Weihnachtsbäumchen.
Der Vogel steht auf einer Laufrolle und balanciert. Also Leute, raus nach hinten, ab, raus aus dem Vogel. Und ich lasse die Triebwerke voll auf Retard laufen. Mal gucken, was er macht. Er bewegt sich, wenn auch nur millimeterweise. Und jetzt sind wir auf zwei Laufrollen. Geduld, auch wenn es schwerfällt. Mal gucken. Hey, wir haben gewonnen. Jetzt geht's rückwärts. Real möchte ich sowas nicht erleben. Und selbst im Simulator ist das nur ein Abenteuer. So, 3 Tage Standzeit. Zur Beseitigung der Schäden durch den Zaun und dann geht es ab nach Hause, nach Toulouse in Frankreich. Last Pictures in this vid. Hier noch ein Superbruch, ein mexikanischer Superbruch mit einer Herky in Bagdad. So sehen Brüche aus. Hello Pax, thanks for coming and choosing us. And I hope you have a good time with me and my vid. And we see us again in the next one. Eine kleine Quizfrage am Ende. Diesen Vogel gab es nämlich wirklich bei der US Air Force. Wie sagt der Aachener so schön zum Abschied? Schön, wa? Bis zum nächsten Mal.